Florian Silbereisen packt über sein Liebesleben aus. Eine gute, eine schlechte Nachricht. Endlich Klarheit. Nach vielen Spekulationen packt Florian Silbereisen. Mit seinem Beziehungsstatus über sein Liebesleben aus mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Florian Silbereisen war bis 2018 mit Helene Fischer zusammen. Nach der Trennung gibt es nun Liebesgerüchte um den Showmaster, Schlagersänger und Schauspieler. Künftig wird er Kapitän in der ZDF-Sendung Das Traumschiff sein. In einem Interview geht er auf die Kritiker an seiner neuen TV-Rolle ein. Florian Silbereisen verrät, dass er Single ist. Update vom 26. Februar 2019. Florian Silbereisen ist ein begehrter und attraktiver Mann. Kein Wunder also, dass ihm seit dem Aus mit Helene Fischer zahlreiche Liebeleien nachgesagt werden. Oder zumindest darüber spekuliert wird. Einerseits mit Franziska Wiese siehe unten, andererseits mit Linda Fee ebenfalls siehe unten. Und sogar, ob mit Maite Kelly was läuft, stand schon zur Debatte. Jetzt packt er endlich aus. Florian Silbereisen findet klare Worte. Es gibt eine gute Nachricht für die Frauenwelt, Florian Silbereisen ist Single. Und eine schlechte, er will es auch erstmal bleiben. Jetzt bin ich erstmal Single und überhaupt nicht auf der Suche, sagte er der Bild. Ein einziger Satz, der gleich mit vielem aufräumt. Nach all den Jahren mit Helene Fischer will er sich erstmal neu orientieren und nichts überstürzen. Außer er trifft eben morgen doch die große neue Liebe, man will es ihm wünschen. Linda Fee zu Gerüchten um Florian Silbereisen, ich nehme es gelassen, mein Mann übrigens auch. Update vom 26. Februar 2019, Linda Fee, die 2009 zur Miss Schweiz gewählt wurde, hat jetzt im Schweizer Blick Stellung zu den Silbereisen-Gerüchten genommen, beruflich ja, privat nein. Ich nehme es gelassen, mein Mann übrigens auch, wird die Sängerin zitiert. Silbereisen schätze sie als Sänger.
Doch für mich gibt's privat nur Marco. Mit Marco Dietwiler ist Fee seit 2017 verheiratet. Update vom 25. Februar 2019, aus dem Privatleben von Florian Silbereisen ist Helene Fischer schon verschwunden. Wird es sie bald auch in seinem beruflichen Leben nicht mehr geben? Auch 2019 wird der Moderator wieder das große Schlagerfest feiern. Mit dabei, die Schweizerin Linda Fee, Schlagersängerin wie Helene, blond und sexy wie Helene. Ab März geht's dann richtig los mit der Tournee Das Schlagerfest, präsentiert von Florian Silbereisen. Es wird eine intensive Zeit, aber meine Batterien sind voll aufgeladen, zitiert das Portal schlagerportal.de Fee. Bild beobachtete die beiden bei der Probe, es habe geknistert, will man gespürt haben. Vor allem in dem Moment, als Silbereisen Fee bei ihrem Auftritt aus dem Kleid geholfen habe. Wie einst bei Helene. Florian Silbereisen im Interview, ich habe große Lust auf Neues. Update vom 22. Februar 2019, warum auch streiten? Im Interview mit Super Elo findet Florian Silbereisen nur warme Worte für seine Ex Helene Fischer. Es gibt für uns gar keinen Grund, nicht positiv miteinander umzugehen. Wir haben wirklich schöne Jahre miteinander erlebt, an die wir beide uns sehr gerne erinnern, so der 37-Jährige. Der Entertainer also völlig entspannt? Zumindest beruflich läuft es rund. Ab 19. März geht es mit seiner eigenen Club 3 Schlagerband 2 Monate lang auf Schlagerfest-Tournee. Und dann steht ja noch in diesem Jahr sein Debüt als Traumschiffkapitän an. Silbereisen gegenüber Super Elo, ich habe große Lust auf Neues. Den Kritikern an seiner neuen Rolle nimmt er mit charmanten Worten den Wind aus den Segeln. Florian Silbereisen schafft Gerüchte über Privatleben aus dem Weg. Update vom 17. Februar 2019, nach den ewigen Spekulationen über das Privatleben von Florian Silbereisen. Hat der Sänger und Moderator sich nun via Facebook und Instagram selbst zu Wort gemeldet. Dort erteilt er den Spekulationen von Fans und Presse. Dass er sich gerade mit seinen Bandkollegen von Club 3 in den Bergen
beim Urlaub von seinen Trennungsstrapazen erhole, eine klare Absage. In seinem neuesten Instagram- und Facebook-Post heißt es: Statt Urlaub in den Bergen, wie es in diversen Blättern stand, haben wir in den verschneiten Bergen von morgens bis spätabends tolle Bilder für unsere Hüttenparty gedreht. Und letzte Woche haben wir fleißig für unsere Tournee geprobt. Ich freue mich schon sehr, mit euch den Schlager zu feiern. Jetzt aber mal nen Tag durchatmen und den Sonnenuntergang genießen. Sieht also so aus, als würde Silbereisen sich zur Ablenkung lieber mit Arbeit beschäftigen. Als gemütlich die Seele baumeln zu lassen. Wenn ihm diese Taktik aber die Kraft gibt, die er braucht, um die Trennung von seiner Helene zu verarbeiten, dann dürfte das die Fans wohl freuen. Und auch die Aussicht, bald wieder mehr von Florian Silbereisen im Fernsehen zu sehen. Dürfte für die Fans eine freudige Nachricht sein. Florian Silbereisen und eine Schlagersängerin? Liebesgerüchte.